Liebe Waagegeborenen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn wir gleich gemeinsam in die Energien zum Thema Liebe für den Monat September schauen. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading, also aus den Kollektivenergien. Was bedeutet, jeder von euch steckt in seiner ganz persönlichen Lebenssituation, jeder von euch entscheidet ganz individuell, welchen Weg er einschlagen möchte. Daher kann dieses Reading nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Aber ihr werdet sicher den ein oder anderen Tipp, Ratschlag oder Botschaft aus diesem Reading für euch heraushören dürfen. Wenn ihr Sorgen, Ängste, Nöte habt, irgendeine Frage, die ihr vielleicht gerne einmal in einem persönlichen Reading klären möchtet, dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox schauen. Da findet ihr alles, was ihr zu meiner Person wissen solltet. Gut, bevor wir mit den Tarotkarten in die Energien für den September gehen, lege ich immer drei ganz spezielle Botschaften aus eurem Herzen, aus eurer Seele an euch, was im September für euch wichtig ist, worauf ihr vielleicht achten solltet, beziehungsweise was ihr euch Gutes tun sollt. So, dann lasst uns einmal loslegen. Ich bin gespannt, was da alles so zutage kommt. Für meine lieben Waagegeborenen, für den Monat September, eine Botschaft aus ihrem Herzen, aus ihrer Seele. Was darf ich berichten? Was soll erhört werden? Hätte ich gerne eine Karte für meine Waagegeborenen. Die ist aber wirklich mit Schmackes. Reiße die Mauern um dein Herz nieder, gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Na, wenn das mal keine eindeutige Botschaft aus eurem Herzen ist, reiße die Mauern nieder, es wird Zeit. Einige von euch haben vielleicht ihr Herz verschlossen, hatten Erlebnisse, die sie dazu bewogen hat, nicht mehr so einfach auf jemanden zuzugehen, nicht mehr so einfach jemanden an euch heranzulassen, sondern euer Herz lieber in eine riesige, dicke Schutzmauer zu hüllen. Das möchte euer Herz aber gar nicht mehr. Euer Herz möchte wieder frei sein, offen sein, Gefühle geben dürfen und auch annehmen dürfen. Und im September ist es Zeit, diese Mauern einzureißen, nach draußen zu gehen und auch das Vertrauen haben, wieder jemanden in euer Herz hineinzulassen. Also eine wunderschöne Karte, eine wunderschöne Aufforderung von eurem Herzen. Habt Vertrauen, ich möchte Liebe geben. Also mega schön. So, die zweite Karte ist aus dem Einhorn-Orakel. Und da bin ich auch gespannt, was da noch für eine Botschaft auf euch wartet. Eine Botschaft für meine Waagegeborenen. Welches Einhorn begleitet sie denn im September? Kosmischer Diamant, verbreite Hoffnung und Freude, erhelle die Welt. Ja, verbreite Hoffnung und Freude, verbreite sie nicht nur, sondern spüre sie auch. Die passt wunderschön zur ersten Karte, denn wenn ihr voller Hoffnung steckt, dann könnt ihr euer Herz auch viel besser öffnen, denn ihr glaubt ja dran, ihr glaubt ja ganz fest daran, dass da jemand kommt, der es definitiv verdient hat, dass ihr ihm mit voll geöffnetem Herzen entgegentritt. Also auch die Karte sehr schön für euch. Und jetzt noch eine aus dem Akasha Chronik Orakel und dann geht es auch los mit den Tarotkarten in den September. Aber zuvor noch eine Botschaft für euch. Auch die Ernährung, die hatte ich vorhin auch schon bei den Stirn, genau. Die Ernährungskarte ist gefallen, die sagt euch, die Ernährung unterstützt, die Ernährung unterstützt dich dabei, dich leicht zu bewegen, positiv zu denken und das Leben zu genießen. Ja, vielleicht
ihr in den letzten Wochen etwas geschlemmt? Oder so, wie ich das gerne mache, wenn ich so ein kleines Down habe, mir Glückshormone in Form von Schokoladenkeksen zuführe. Vielleicht habt ihr auch mal das ein oder andere Gläschen Wein zu viel getrunken, weil euch gerade danach war, weil die Stimmung vielleicht gerade so war, dass ihr gedacht habt, ihr hält sie mit einem Gläschen Wein etwas auf. Aber eure Seele sagt euch, es ist wieder an der Zeit, ein bisschen mehr auf euch zu achten, auf das, was ihr zu euch nehmt und auf euren Körper, vielleicht auch mal ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr spazieren gehen, euch selbst einfach etwas Gutes tun. So, zu Beginn werden wir fünf Überschriften, fünf Hauptenergien zum Thema Liebe für den September legen und dann auf jede einzelne natürlich mit den Licht- und Schatten-Tarotkarten noch ganz genau eingehen. Dann legen wir los. Erstmal gut mischen. Für meine Stiere, für den Monat September. Gott, da kam die erste schon. Welche Botschaften zum Thema Liebe darf ich empfangen? Welche Botschaften, Tipps oder Ratschläge hat die geistige Welt für meine Waagegeborenen im Monat September? Vier Karten hätte ich da gerne noch, vier Botschaften. Das sind drei und eine noch bitte. Ja, die kamen gleich hinterher. Gut, dann lasst uns mal reinschauen. Fünf des Winters. Trenne dich von unehrlichen Verbindungen jeglicher Art. Also die Fünf des Winters sagt immer, einerseits schau dich mal in deinem Umfeld um, welche Personen sind dir nicht dienlich, wollen dir im Grunde genommen gar nichts Gutes. Oder bei welchen Personen fühlst du dich auch nicht gut? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen in eurem Leben, wenn ihr mit dem einen Abend verbracht habt, fühlt ihr euch hinterher kraftlos und ohne Energie, weil dieser Mensch euch einfach aussaugt. Oder es gibt Menschen, die immer, wenn ihr eine Idee habt, von euren Träumen, Sehnsüchten erzählt, euch das so madig machen. Ja? Also die Karte sagt, da gibt es vielleicht Bekannte, Freunde, meinetwegen vielleicht sogar Familienmitglieder, von denen solltet ihr etwas Abstand nehmen, die tun euch einfach nicht gut. Andererseits sagt die Karte auch, überdenkt mal, ob die Dinge, die ihr wirklich haben wolltet, also nach denen ihr gestrebt habt, ob die überhaupt wirklich gut für euch sind. Vielleicht habt ihr ein Ziel gehabt, habt Zeit drauf losgestürmt und es ist im Grunde genommen gar nicht das Richtige für euch. Ihr habt euch da vielleicht in etwas verbissen, was im Endeffekt nicht das ist, was gut für euch ist. Schaut euch da mal um, was sind denn so eure Gedanken, was habt ihr so in eurem Kopf, welche Themen verfolgt ihr und spürt mal hinein, ob das wirklich das ist, was euch glücklich machen würde. Die 9 des Herbstes. Die 9 des Herbstes sagt euch, gönnt euch mal eine Auszeit, belohnt euch ein bisschen. Das könnt ihr auf die verschiedensten Art und Weise machen. Ihr geht mal wieder shoppen, vielleicht braucht ihr mal ein neues Kleid, ein paar neue Schuhe, eine Handtasche, keine Ahnung. Belohnt euch einfach für die Dinge, die ihr geleistet habt in den letzten Monaten. Oder ihr geht mal ins Thermalbad. Oder ihr habt eine Freundin, wo ihr sagt, komm, wir fahren mal ein Wochenende weg. Für jeden ist das etwas anderes. Nur belohnt euch mal. Ihr habt es euch verdient. Und zwar sollt ihr euch selbst belohnen und nicht darauf warten, dass irgendjemand anders etwas für euch tut. Nein, ihr selbst sollt euch überlegen, was tut mir jetzt wirklich gut? Worauf hätte ich Bock? Was kann ich mir gönnen im September? Die 2 des Herbstes. Viele Herbst- und Winterkarten bei euch.
Die Karte sagt, egal was du machst, mach es mit Vergnügen. Ja? Wenn es auch eine Arbeit ist, wo ihr denkt, überhaupt keinen Bock drauf, dann reißt euch zusammen und denkt so, ich gehe das jetzt an und ich gehe das an und versuche, das Bestmögliche rauszuholen und auch mit Spaß die Dinge anzugehen. Weil dann läuft es einfach viel besser, viel fluffiger von der Hand, wenn man versucht, so ein bisschen, ja, auch in Scheißarbeiten ein kleines Stück Freude drin zu sehen und sich vielleicht auch das Endergebnis schon vorzustellen und sagen, ja, wenn ich das fertig habe, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, dann habe ich etwas geschafft, worauf ich überhaupt keinen Bock hatte. Sechste Sommer, ist eine Sommerkarte. Die sechste Sommer sagt euch, es ist gut möglich, dass jemand aus eurer Vergangenheit wieder an eure Türe klopft. Eine alte Liebesbeziehung, die wieder zurückkommt. Erinnerungen, die damit verbunden sein werden, die entweder ja bei jedem unterschiedlich schön sein werden, bei anderen, die werden sich denken, boah, was will der oder die jetzt hier bei mir, soll bloß wieder den Abflug machen. Also da bin ich echt gespannt, was die Karte so dann hergibt. Die warnt aber auch ein bisschen davor, wenn ihr euch freut über diesen Menschen, der zurückkommt, nicht gleich wieder die rosarote Brille aufzusetzen, sondern erstmal das Ganze mit etwas Abstand zu betrachten, ob die Person es auch wirklich so meint, wie er es oder sie es im ersten Moment so von sich gibt, da mal genauer hinzuschauen. Die 10 des Sommers, wunderschöne Karte, die sagt nämlich, es kommt eine emotionale Erfüllung auf euch zu, etwas sehr, sehr Schönes in eurem Leben, was euch sehr glücklich machen wird. Also, ja. Der Ausgang ist ja schon mal super. Und jetzt gehen wir auf die Menschen ein oder auf das, wovon ihr euch trennen sollt. Kann auch eine Energie sein, etwas, an dem ihr noch hängt, nicht loslasst. Ja, ihr habt euer Herz ja vielleicht auch eingemauert. Deswegen, weil da noch alte Wunden sind und mit denen kann man viel besser umgehen, wenn man ja, eine große Mauer um das Herz gebaut hat. Lasst uns mal reinschauen. Die 5 des Winters und die Liebe. Welche Botschaften darf ich da empfangen? Ich hätte gerne 3 Klärungskarten für meine Waagegeborenen zu den 5 des Winters. Von was sollen sie sich denn trennen? Noch 2 Karten bitte. 2 Botschaften, 2 Tipps, 2 Ratschläge und eine noch. Hoppala. So, dann schauen wir mal hinein. Ja. Bei einigen von euch ist es so, dass ihr euch von dem Gedanken trennen sollt, dass auf euch nichts Gutes zukommt. Einige von euch haben, darum haben sie das Herz auch verschlossen, das Gefühl, jeder Mensch, der mir begegnet oder jeder potenzielle Partner oder was, der meint es überhaupt nicht ehrlich mit mir. Ihr habt so ein Stück weit den Glauben verloren, dass es da draußen auch Menschen gibt, die euch wirklich lieben möchten, die wirklich verwöhnen möchten, bei denen ihr die Geborgenheit findet, nach der ihr euch sehnt. Darum habt ihr euer Herz auch eingemauert. Ihr glaubt nicht daran, weil hier sind die 7 der Münzen gefallen, die ja eigentlich zeigen, dass Wachstum passiert, dass etwas zu wachsen beginnt in eurem Leben. Aber ihr seht in dem Moment schon wieder ja, ihr habt das Misstrauen dann schon wieder. Da tut sich etwas Schönes auf und schon gehen bei euch die Alarmglocken hoch und ihr sagt, boah, das kann ja gar nicht sein, ne? Kann ja überhaupt nicht sein, dass ich so ein Glück habe. Das ist so das Gefühl, was ich jetzt bekomme. Und da ist auch der König der Münzen gefallen.
ich fühle jetzt so, dieser König der Münzen, das ist eine Vergangenheitsperson oder die Königin der Münzen. Ihr wisst, ihr mimt es euch um, wie es für euch passt. Dieser Mensch hat es im Grunde genommen geschafft, dass ihr so fühlt. Also da gibt es einen Menschen in eurem Leben, der war unehrlich, der war hinterhältig, der hat euch wirklich verarscht, ich sag's jetzt mal so. Und seitdem ist in eurem Herzen einfach kein Platz für Vertrauen, für das Gefühl, dass da jemand kommt, der es wirklich ehrlich mit euch meint. Also das sollt ihr loslassen. Es ging ja darum bei der Karte, was sollt ihr loslassen, was entweder für Personen oder Gefühle, die euch nicht mehr dienlich sind. Bei einigen von euch ist es noch der Gedanke an diese Person, die euch da so übel mitgespielt hat, wegen der ihr euch auch verschlossen habt. Und bei anderen ist es noch dieses Gefühl, was in euch einfach durch Erfahrungen noch hängt und ihr den Glauben nicht mehr finden könnt, dass da was Schönes für euch auf den Weg gebracht wird. Also ganz wichtig im September, diese Dinge loszulassen. Ich sage auch immer so schön, wenn da noch jemand ist, an den ihr denkt, der euch einfach nicht loslässt, aber die Geschichte ist abgehakt, dann sage ich immer, legt euch mal ins Bett, schließt die Augen und erinnert euch an die ganzen schönen Momente mit diesem Menschen und seid dankbar dafür, dass ihr die erleben durftet und dann lasst sie los. Also nie versuchen, etwas mit negativen Energien loszulassen. Das kriegt ihr nicht los. Das haftet an euch wie Pattex. Ja? Man hatte ja nicht nur miese Zeiten mit diesen Menschen. Es gab ja auch schöne Zeiten mit diesen Menschen. Sonst hätte man ja die Zeit nicht mit ihm verbracht. Also lasst diesen Menschen, egal wie weh er euch getan hat, in Liebe los. Das funktioniert besser als die Wut. Ich weiß, Wut hilft am Anfang immer, den Schmerz zu unterdrücken, ist ein super Mittel, das nicht an sich so an sich heranzulassen, aber das hilft leider nicht lange. Darum, ja, ihr müsst wieder ins Vertrauen kommen, ihr müsst dieses Alte loslassen, euer Herz wieder öffnen, ne? Wie da oben gefallen ist. Okay, das war jetzt ein ganzer Stapel. Aber diese Karte wollte da drüben landen. Gut, mit was sollt ihr euch denn belohnen? Das ging mega fix. Wow. Ich habe hier gesagt, hier ist die Karte, da kommt jemand aus der Vergangenheit, aus der Vergangenheit wieder. Ne? Hier haben wir es wieder mit den Sechs der Kelchen. Also bei einigen von euch kommt tatsächlich wieder jemand zurück. Der König der Kelche ist gefallen oder die Königin der Kelche, eine sehr liebevolle Energie, ein sehr liebevoller Mensch. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Trägt die Liebe auf der Zunge, sagt, was er denkt. Ich sage immer, das sind Energien, da tropft die Liebe aus jeder einzelnen Pore, bei dem kann man sich geborgen fühlen. Ist aber auch eine Energie, die auch sehr leicht verletzt ist. Also vielleicht war da etwas, wenn er aus der Vergangenheit zurückkommt, dass er sich zurückgezogen hat, weil er sich von euch verletzt gefühlt hat. Aber wenn dieser Mensch aus der Vergangenheit kommt, was ja hier auch nochmal angezeigt wird, dass bei einigen von euch da jemand wieder zurückkommt, wird das diesmal eine ganz andere Situation sein, eine ganz andere Basis haben, denn hier liegen die Sechs der Münzen, die ein Geben und ein Nehmen ausdrücken. Also nicht mehr, wenn es vielleicht früher so war, dass ihr das Gefühl hattet, ich gebe nur, gebe nur, gebe nur, da kommt gar nichts zurück von diesem Menschen. Nein, dann wird dieser Mensch jetzt mit der Erkenntnis auf euch zukommen, ich möchte einen Ausgleich schaffen. Ja? Ich möchte, dass unsere Beziehung wirklich mit Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Bei anderen sehe ich das so, dass dieser Mensch, der euch begegnet, wenn euch jemand im September neu begegnet, euch darüber hinweghelfen wird, was in der Vergangenheit war, mit
an die ihr ja noch mit Traurigkeit und Melancholie zurückdenkt. Und durch diese Begegnung werdet ihr auch den Ausgleich finden, nämlich das Vertrauen finden, dass dieser Mensch euch nichts Böses möchte, sondern wirklich für euch da sein wird. Also diese liebevolle Energie, wenn ihr ihm begegnet, oder vielleicht seid ihr ihm ja auch schon begegnet und ihr seid schon in der Heilung, weil da oben soll ja was geheilt werden in eurem Leben, wird dieser Mensch euch mit seiner unglaublichen Herzenswärme das Vertrauen geben, dass alles gut wird und ihr könnt das Alte loslassen. Also super schöne Energien. So, ihr sollt ja alles, was ihr macht im September, mit Vergnügen machen, egal um was es sich handelt und wenn es nur der Abwasch ist. Aber in der Liebe, was steht denn da an? Welches Vergnügen? Was sollt ihr denn mit Vergnügen machen? Ja, ihr sollt euch mit dem König der Schwerter vergnügen. Zwei Karten hätte ich gerne noch. Noch eine Botschaft für meine Waagegeborenen. Dankeschön. Jo. Der König der Schwerter ist die Energie, dass Dinge ganz geradlinig auf euch zukommen. Der König der Schwerter ist auch eine denkende Energie. Also ich sehe da jetzt da nicht die Personenkarte drin, sondern ich sehe tatsächlich die Energie des Nachdenkens, der Klarheit und wenn der Gedanken feststeht, dann auch wie mit einem Schwert den Gedanken zu verfolgen. Ihr seid noch in der Situation, wie ich hier oben auch schon gesagt habe, ihr steht oder sitzt vor der Tür, hinter der ja das Glück hier wartet. Aber ihr seid noch nicht bereit aufzustehen, den Schlüssel zu nehmen und die Türe aufzuschließen. Vielleicht bildlich auch gesprochen, den Schlüssel zu nehmen und euer Herz aufzuschließen. Ihr hadert da noch. Also ihr seid da noch, noch nicht wirklich so weit. Aber das wird sich ändern, denn mit der Energie vom König der Schwerter werdet ihr den Durchblick bekommen. Ganz plötzlich, ganz schnell, denn der Turm ist gefallen und eure alten Strukturen. Der Turm wird die Mauer um euer Herz einreißen. Und zwar ganz, ganz plötzlich wird euch die Erkenntnis kommen, nein, ich stehe jetzt auf, ich gehe durch diese Tür, ich nehme den Schlüssel, ich öffne mich für diesen Menschen. Das wird ganz plötzlich passieren. Vielleicht macht ihr es ja auch so, wie ich gesagt habe, das Alte in Liebe davon schicken und am Morgen steht ihr auf und ihr seid euch, ja, ihr fühlt euch frei. Ihr seid euch einfach im Klaren darüber, hey, die alte Scheiße habe ich hinter mir gelassen. Ich möchte jetzt durch diese Tür gehen. Ich möchte eine neue Liebe und ich habe auch das Vertrauen, dass da etwas wächst und zwar etwas Schönes, ohne Misstrauen und Hinterlist. So, da haben wir ja nochmal die 6 des Sommers, die ja auch gesagt hat, da kommt nochmal etwas aus der Vergangenheit auf euch zu. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das waren zu viele, was ich da noch erzählen darf. Für meine Waagegeborenen, was kommt denn da aus der Vergangenheit nochmal hoch oder wer kommt da nochmal an? Da hätte ich gerne noch 2 Klärungskarten. Was darf ich da Schönes erzählen? Wow. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, hier mit dem Turm etwas passiert ganz plötzlich, ganz schnell. Dann habe ich den Ritter der Münzen noch hier liegen. Auch etwas, das einen schnellen Erfolg
verspricht, ja. Und jetzt schaut her, jetzt habe ich die Königin der Kelche und ich habe den Pagen der Kelche hier liegen. Also, ja, die ganze Familie Kelch ist heute bei uns zu Besuch. Was mir sagt, ja, die tatsächlich bei einigen von euch kommt jemand aus der Vergangenheit wieder. Und die Königin der Kelche und der König der Kelche, das ist natürlich das perfekte Paar. Beide wahnsinnig liebevoll, gut möglich, aber weil ihr ja beide auch etwas empfindlich seid, dass da in der Vergangenheit einfach ja, Dinge gelaufen sind, wo ihr noch nicht bereit dazu wart, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht habt ihr euch auch getrennt, weil da noch viele Dinge in euch waren, die erst geheilt werden mussten. Bei euch zum Beispiel vielleicht das Misstrauen, dass ihr hinter jeder seiner Aktion irgendwie etwas vermutet habt. Warum schreibt er nicht zurück? Wo ist er heute Abend? Ist er wirklich mit Freunden weg? Flirtet er mit anderen? Lauter so Dinge können da gewesen sein, die euch beiden einfach ja, behindert haben, in eine harmonische Beziehung gehen zu können. Das soll sich auf jeden Fall ändern für diejenigen von euch, wo der Herr, die Dame wieder zurückkommt, an eure Tür klopft oder den ihr plötzlich begegnet und mit dem Pagen der Kelche die Schmetterlinge dann wieder losflattern. Der Page der Kelche ist die Energie, Leichtigkeit, glücklich sein, verrückt sein, mit dem Kopf in den Wolken, die rosa Brille aufhaben, ja, einfach verliebt sein, einfach machen, nicht viel denken, nicht viel überlegen, sondern leben, ja, also super Energien. Wenn ihr diesen Menschen kennenlernen solltet, erst im September, wird das ganz plötzlich einschlagen, ja, mit dem, ihr werdet plötzlich Schmetterlinge im Bauch haben, die liebevolle Art von ihm wird euch wirklich diesen ganzen Mist da hinten vergessen lassen und ihr kommt in eine unglaublich schöne, leichte Energie, seid bereit, den Schritt zu wagen, den euer Herz ja hier zu Beginn der Legung schon gefordert hat. Also super schöne Energien. So, jetzt haben wir noch das emotional erfüllte Leben, was euch hier versprochen wird. Gott, das sind viele, aber gut. Das war das erste, aber ja die zweite, dritte, vierte, fünfte. Gut. Was wird euch denn hier so Schönes versprochen? Schaut her, jetzt haben wir noch das Ass der Münzen. Hier oben hatten wir, wo ich gesagt habe, mit den sieben der Münzen, glaubt dran, dass für euch etwas auf den Weg gebracht wird, dass da etwas Neues wachsen darf. Und jetzt haben wir auch noch das Ass der Münzen, das sagt, da wächst nicht nur langsam etwas, sondern ihr werdet unwahrscheinlich Erfolg haben. Ihr werdet diese Liebe, ja, diese Begegnung, die wird wirklich wachsen und etwas Stabiles zum Vorschein bringen. Denn schaut her, jetzt habe ich noch die Zehn der Kelche für euch bekommen. Also wir haben König der Kelche, Dame der Kelche, Page der Kelche, die Zehn der Kelche, hier oben haben wir die Sechs der Kelche. Also so viel Kelchenergie, die wirklich sagt, hey, September ist Liebe in der Luft für euch. Die Zehn der Kelche sagt, mit diesem Menschen, ja, kann ich mich fallen lassen, ich kann Geborgenheit fühlen, ich fühle mich sicher, ich bin glücklich, alles ist möglich. Und gut möglich, dass dieser Mensch auch aus eurem Freundeskreis kommt. Vielleicht kennt ihr diesen Mensch tatsächlich schon, ist ein Bekannter, ein Freund und ihr habt es bis jetzt auch nicht zugelassen, dass da mehr entsteht, weil ja Misstrauen noch in euch brodelt, ihr euer Herz noch nicht öffnen wolltet, vielleicht auch Angst hattet, dass diese schöne Freundschaft zerbricht, wenn ihr euch drauf einlässt und es in die Hose geht. Gut möglich. Aber meine Lieben, hier der Stern. Eure Wunscherfüllung. Und hier ist ja, die Wunscherfüllung fällt auf das wunderschöne emotionale Leben, das euch diese Karte hier schon gesagt hat. Und darauf fällt der Stern und die Zehn der Kelche. Also mega. Das Kopfkino darf gehen.
Wir haben hier die Fünf der Schwerter, das ist ja das, was ich da oben gesagt habe, was in eurem Kopf noch so abgeht, wo ihr das Gefühl habt, mir platzt die Birne, was da für Gedanken hochkommen, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich traue oder nicht. Aber das kann gehen im September, denn der Magier ist gefallen und der sagt euch, ihr habt alles in euch. Ihr habt das Zeug dazu, diese ganze Kacke hinter euch zu lassen und hier ins vollkommene Glück zu wandern. Wunderschön. Und jetzt schaut, ne? Party, Lebensfreude, Glück, Spaß haben. Ihr werdet wieder voll in die Lebensenergie, in die Lebensfreude reingehen. So viel Kelchenergien, unglaublich. Und der Stern als Wunscherfüllung, das ist einfach nur, ja, ich bin die ganze Zeit am Grinsen. Das sind wunderschöne Energien für euch im September. Jetzt würde ich gerne wissen, was denn euer König, eure Königin euch denn noch so sagen möchte, wenn sie euch in die Augen schaut oder an euch denkt. Welche Botschaft hat sie denn für euch oder für dich? Du bist der Grund, warum ich an die große Liebe glaube. Bei dir muss ich mich nicht verstellen oder beweisen. Bei dir kann ich sein, wie ich bin. Bei dir muss ich nicht lange nachdenken. Bei dir kann ich einfach nur fühlen. Und fühlen tut dieser Mensch, denn wie gesagt, fühlen ist sein zweiter Name, fühlen und lieben. Wow, und jetzt... Ist ja gut. Und jetzt noch eine. Zwei haben wir schon. Herzorakelkarten, was sagen die denn noch zu eurer Liebe, zu dem, was da im September kommen soll? Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja, die Kraft habt ihr immer. Die Kraft habt ihr immer. Aber ihr habt auch die Kraft, Nein zu sagen. Und zwar genau auf dieses Bild. Ja? Ich habe die Kraft, Nein zu sagen, wenn diese Gedanken wieder hochploppen. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen, wenn das Misstrauen wieder hochkommt. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen, wenn ich wieder dabei bin, mein Herz zu verschließen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Das ist genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe, lasst den alten Mist hinter euch und schau nach vorne. Und bleibt ihr selbst treu. Ja, das sollt ihr immer euch selbst treu bleiben, euch nicht verbiegen, damit euch jemand liebt. Blödsinn, wenn euch jemand liebt, dann soll er euch gefälligst so lieben, wie ihr seid, denn ihr seid super klasse. Ihr seid genau richtig so, wie ihr seid und das müsst ihr euch jeden Tag sagen. Jeden Tag im Spiegel schauen und sagen, ich bin spitze, ich bin ein absolut scharfes Gerät, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und die, die denken, ihr seid es nicht, ja, schießt sie mit. Die haben euch nicht verdient, Herrgott, nochmal. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Super, super schöne Energien für euch im September. Zum Abschluss möchte ich noch mit den, das Universum sagt dir eine ganz spezielle Botschaft an euch vom Universum. Was das Universum euch denn noch mit auf den Weg geben möchte im September. Da hätte ich gerne eine Karte. Hindernisse sind Umwege auf den richtigen Weg. Ihr werdet euren richtigen Weg finden im September. Und diese Hindernisse, die umschifft ihr ganz, ganz einfach. Denn ihr habt die Kraft und ihr werdet die Mauern um euer Herz einreißen. Da bin ich mir ganz sicher, mit so einem Menschen, der einem so viel Liebe entgegenbringt, so viel Gefühl, so viel Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, da kann man die Mauern nur, die haben keine Chance, die werden bröseln. Meine Lieben, ich freue mich, dass ich euch so schöne Botschaften habe überbringen dürfen für den September. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Einzelnen und antworte natürlich auch immer. Und wenn ihr mich wiedersehen möchtet und noch kein Abo habt, dann drückt das Glöckchen oben, kostet euch kein Pfennig und ihr werdet benachrichtigt,
wenn ich wieder was online stelle. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen September von mir. Ganz viel Licht und Liebe und bis bald. Tschüss.